Wer weiß, was die Zahl 316547721 zu bedeuten hat? Eine Idee? Leute in meinem Alter haben vielleicht eine Ahnung. Als wir jung waren, gab es nämlich so einige Zahlen, die kannte jeder. Die waren mega wichtig, als hätten wir andere Codes gehabt. Welche 5,5 Zahlen zu meiner Jugend alle kannten, erfahrt ihr jetzt. Zahl 1. Ha, okay, es geht los. Gerade noch rechtzeitig geschafft, sonst hätte ich den Anfang verpasst. Punkt 20.15 Uhr. Die Uhrzeit sagt euch nichts mehr, oder? Das war zu meiner Jugend die Uhrzeit, zu der Filme und Serien anfingen. Also um 20 Uhr gab es noch eine Viertelstunde Nachrichten und dann um 20.15 Uhr wurde quasi auf allen Sendern der beste Film des Tages gezeigt. Da gab es keine Mediathek und kein Streaming. Da musste man um 20.15 Uhr vorm Fernseher sitzen, zur Primetime. Zahl 2. 316547721. Diese Zahl konnte ich ewig auswendig. Meine ICQ-Nummer. ICQ war wie ein Messenger, also zum Beispiel wie WhatsApp, nur am PC. Wenn ich von der Schule kam, wurde erstmal der Rechner angemacht, dann bei ICQ angemeldet und dann auf dieses Geräusch gewartet. Das hieß nämlich, dass mir jemand geschrieben hat. Und dann wurde stundenlang gechattet. Ich weiß, das ist heute auch noch so, aber ich finde es verrückt, dass wir alle eine achtstellige Zahl auswendig konnten. Bei ICQ war früher wirklich jeder. Zahl 3. Und wenn ich dann stundenlang am PC gechattet habe, konnte mich niemand zu Hause erreichen. Tja, denn wenn man im Internet war, war das Telefon besetzt. Und meine Freunde und ich haben uns so immer angerufen, also auf dem Festnetztelefon. Und ich kenne heute noch die Nummer von meiner besten Grundschulfreundin. 231250. Ich weiß gar nicht, ob die noch funktioniert. Ich rufe ja nur noch auf dem Handy an. Zahl 4. Und ich weiß, es fühlt sich so an, als ob das alles schon ewig her ist. Aber Leute, das ist erst 15 Jahre her. Zahlen, die noch länger her sind, habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Aber 1993 wurden die Postleitzahlen geändert, von vierstelligen Zahlen auf fünfstellige. Das hatte damals mit der Wiedervereinigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR zu tun. Da hat man alle Postleitzahlen einheitlich gemacht. Zahl 5. Warte mal, der Sender war doch immer auf der 102,2? Oder nee, war es doch die 93,7? Das war der andere Sender. Dann war es die 104,5, oder? Sagen euch solche Zahlen noch was? Wir sind ja noch nicht komplett ausgestorben. Radiofrequenzen sind ja noch ein Ding, vor allem, wenn man noch ein Radio hat und selbst den Sender suchen muss. Und jetzt zu unserer halben Zahl, beziehungsweise Uhrzeit. Jetzt ist es 14:30. Sagen euch solche Uhrzeiten noch was? Oder sagt ihr immer 14:30 Uhr? Mann, fühle ich mich alt. Habt ihr auch Zahlen, die ihr niemals vergessen werdet? Schreibt sie mir in die Kommentare.